Wir sind mittendrin jetzt bei Ramalama Ding Dong. Ach, Ding Dong. Ding Dong, hast du das jetzt mal, du hast zweimal, du hast Ching Chong gerade gesagt. Ja. Ja, was ist eigentlich los? Keine Ahnung. Also, wo muss man gewohnt haben, damit man Ramalama Ding Dong nicht kennt? Märkische Viertel. Da kennt man nur Ding Dong, ne? Ja. Ganz oft. Ding Dong. So. Wir haben, ich ziehe jetzt einfach mal den ersten Song hier. Jan Delay muss ich anrufen. Ui. Und der Song ist, naja, ihr werdet es ja gleich hören, oder? Ja, das ist von Grönemeyer, oder? Ist von Grönemeyer. So, ich muss jetzt, muss ich dazu an den Mund halten? Du darfst nicht Hallo sagen oder so, ne? Du musst einfach singen, ne? Nicht wie bei Günther Jauch, dass man erst mal fragt, na Manfred, wie geht's und bla. Ja. Ne? Wenn das schon die 30, was soll das jetzt hier, wollte mich verarschen, oder? Schneiden wir raus. Ah, nee, ja. Doch nicht. Johannes, du Hund. So. So? Ja. Also, ich rufe jetzt an. Ja. Jo. Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Bevor es auseinanderbricht. Yeah. Scheiße, ich bin im Fernsehen. Sehr gut, ich hab einen Punkt, Jan. Geil, ich habe immer Angst, wenn du anrufst. Brauchst du nicht haben. Ich meine nichts Schlimmes. Das heißt, wo erwische ich dich gerade? Ich erwische mich gerade mit dem Laptop auf dem Schoß. Ganz langweilig. Ah ja, okay, ja, cool. Okay. Cool, ne? Gut. Ja, du hast mir einen Punkt besorgt. Vielen Dank, ja. Also, du hast wirklich einen wertvollen Beitrag zur Sendung gespendet, ja? Gerne, gerne. Bis bald. Bye. Tschüss. Tschüss. Laptop auf dem Schoß. Laptop auf dem Schoß, ja. Solange der aber noch auf dem Schoß sein kann, ist okay. Das würde ich auch sagen. Also, es wird der vielleicht auch jetzt nur in einer totalen Überrumpelung. Ey, ich habe so einen Durst, ich würde jetzt sogar DJ Bobo sein, Wasser trinken. Ja, dann trink mal. Weil ich so aufgeregt bin. Gib mal deins. Willst du was von mir? Prost. Schneiden wir raus. Wen rufe ich denn an? Ich muss so gucken. Hast du dich so eingespeichert da? Nee, weiß ich nicht mehr. Guck doch mal jetzt. Ja, warte, wie ist deine Nummer? Mach. So, okay. Ich rufe an. Hast du also peinliche Nummern im Telefon? Ja, hat er. Ich habe schon eine gefunden. Ja? Walter Freiwald? Warum Walter Freiwald? Ich liebe Der Preis, das heißt. Das ist die beste Fernsehsendung in German TV. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen. Hier. Wer ist das? Rastafari Yadim? Das ist Fari Yadim. Fari Yadim? Ja, den soll ich anrufen jetzt? Ja. Der versteht nicht so viel Spaß, auch wenn der immer. Wie? Der ist doch der Witzige aus Jerks. Mhm. Ja, ist er nicht? Mal gucken, wir sehen das ja gleich. Ja, ne? So, wir müssen uns beeilen. Sie ist der Song? Ja, wir beeilen uns jetzt. Das Lied ist König von Deutschland. Komm, ja. Ich rufe da jetzt schnell an. Anrufen. Ja. Okay. Blamier mich nicht, Fari. Lass mich nicht hängen. Was denn? Das alles und noch viel mehr würde ich machen. Ja. Ja, Digga, ich bin gerade dabei, meine Oropax sauber zu machen. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich bin komplett verkrustet. Ich bin komplett verkrustet. Einmal im Jahr. Was ist denn jetzt? Hallo. Ihr müsst kurz, hallo. Ich bin im Fernsehen drin. Was machst du? Ich muss Oropax sauber machen. Das alles und noch viel mehr. Nee, ist vorbei, ist vorbei. Was soll das? Na, sing doch mal einfach mit mir. Würde ich machen. Ja, Fari, das ist zu spät jetzt. Ist schon zu spät, ich habe den Punkt nicht bekommen. Ist voll nett von dir. Du bist ein richtig guter Freund. Ihr könnt dann noch ausdiskutieren. Wir machen kurz eine Pause, sind gleich zurück. Und dann seht ihr übrigens noch einen kleinen exklusiven Einblick ins Duell um die Welt vom Samstag, wie HP Baxter besoffen durch ein Gruselhaus in Polen läuft. Das würde ich mir nicht entgehen lassen. Kurze Pause, bis gleich. Wir spielen noch weiter. Herzlich willkommen zurück
Zu Late Night Berlin, wir spielen gerade Ramblin' mit Ding Dong. Wir nerven Leute aus den Telefonen des anderen und singen denen was vor und hoffen, dass sie weiter singen. Er kriegt man einen Punkt. Dieser Günther Jauch-Pappaufsteller ist der große Hauptpreis, der mir schon entgegenrückt, weil Farid ihn verkackt hat und Jan Delay abgeliefert hat. Wie ein, wer liefert ab? Weltmeister. Weltmeister. Oder ich. Oder du. Ich sehe hier gerade eine Nummer. Ja. Da steht ein Name und SPD dahinter. Ist das dann ein Politiker von der SPD, ja? Ja, das ist ein Politiker. Das ist Lars Klingbeil, den kennst du, ja? Den kenne ich. Den rufst du jetzt mal an und singst ihm mal ein Lied vor. Der hat nur andere Sorgen, unser scheiß Spiel jetzt. Die haben andere Probleme, die SPD gerade. Ja, aber die singen auch mal ganz gerne. Ja. Oh, das darfst du gerne für die singen. Finde ich schön. Okay. Was singst du denn? Das ist der Generalsekretär der SPD. Du singst jetzt für den Frieden. Na gut. Okay, warte. Irgendwie peinlich. Moin. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all. Wonderwall. Ist alles okay bei dir? Nee, das kann man nicht sehen lassen. Kein Punkt. Das kann man nicht. Wieso? Er hat was gesagt. Nee, er meinte ja wandern. Ist alles gut? Hast du schon wieder getrunken? Da ist alles in Ordnung, Lars. Du solltest das halt singen, aber ich weiß ja nicht, bist du da in irgendeinem Ausschuss gerade oder so? Im Auto. Im Auto, ja, da darf man ja singen offiziell, ne? Du hättest ja einfach singen müssen, da hätte ich einen Punkt gekriegt, aber jetzt hast du einfach eine Wonderwall gesagt, als würde ich ein Quiz machen mit dir, mache ich aber gar nicht. Ich bin in der Sendung gerade, falls du dich wunderst, warum ich so gagmäßig spreche. Hi. Lars, hattest du einen Unfall? Im Tunnel. Bist du noch dran? Ja, ich höre dich. Okay, das also Verbindung hier. Ja, vielen Dank, dass du rangegangen bist ans Telefon. Wenn ich demnächst mal aus politischen Gründen anrufe, bitte wieder rangehen, ja? Mache ich, alles Gute, Klaas. Tschüss. Voran SPD. Tschüss. So. Jetzt bei mir, ne? Ja. Kann nur besser werden. Dass der sich dafür noch Zeit nimmt, ne? Da ist nicht sogar Matchball jetzt? Also ihr habt nee, Gleichstand kann ich machen. Kannst du ausgleichen, genau, so ist es. Ja, so. Dann teilen wir uns den, aber den Jauchi, der wird der durchgehen. Was heißt Schlotte? Ist das Schlotte heißt Charlotte. Charlotte? Das ist meine Frau, ne? Das weiß ich, die kenne ich. Und die hat aber nicht so viel Ahnung von Musik, ne? Sagt sie selber auch. Also ja, nicht so viel, Ahnung von Musik. Und, sie ist natürlich auch prominent. Ja. Also kann ich sie jetzt anrufen hier. Oder du. Ihr müsst euch beeilen, sonst können wir dem besoffenen Edge nicht mehr zeigen. Okay, ich sag euch jetzt schon, das wird nichts. Oh shit, das ist auch noch einer von mir. Ist ein Song von dir? Ja. Yes, da bist du. Schmeiß die Fuffis durch den Club und schreit! Ach du Scheiße. Ist alles gut bei dir? Ey, hallo. Bin im Fernsehen. Bin mal gerade bei Klaas. Klaas, entschuldige dich jetzt. Entschuldigung, Charlotte. Entschuldigung. Ey, Jungs, wie viel habt ihr getrunken? Ich hab nichts getrunken. Ich aber, ich hatte ein bisschen was. Ey, sag mal. Ich lieb dich sehr. Ich lieb dich sehr. Ich ruf später noch mal an, ne? Bin im das Fernsehen. Bist du nicht. Wo bist du? Wer ist das hier alles? Bin im Fernsehen. Hör dich auf. Ich bin's. Tschüss. So, weißt du was? Sigi? Jetzt Schläge nachher. Ich krieg Schläge. Ich weiß, das ist dir bewusst, ne? Ja, ist mir bewusst. So, du kannst. Ich mach's nur ungern. Ich geb dir 10er für den. 15. Okay. Okay. 15 Euro? Ja. Alles klar. Dankeschön. Sehr gut. Der Günther Jauch. Geht an Sigi. Sehr gut. Mein Jauch. Kannst du mir später PayPal?